Oh, die ist doch schon wieder. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich dir mein neues Büro zeigen. Das kommt ein bisschen später im Video. Aber heute werde ich dir auch noch kurz erzählen, warum die letzte Zeit gar keine Videos kamen. Also viel Spaß. Fangen wir hier in der Werkstatt an und hier eine kleine Story. Also ich mache seit 2012 mache ich YouTube und da mache ich ein paar Jahre davon sehr, sehr aktiv Videos und das sind auch schon einige hundert Videos auf meinem Kanal geworden. Und ich muss einfach sagen, hier in dieser Werkstatt, in der ich seit jeher arbeite, muss ich sagen, ich bin einfach an die Grenzen von dem Möglichen hier drin gekommen. Klar, die Werkstatt ist jetzt mal wieder nicht aufgeräumt, aber ich weiß nicht, was ich hier drin noch großartiges, cooles bauen soll. Ich zeig's euch mal. Ich habe hier schon wirklich viele coole Maschinen gebaut. Einen Tellerschleifer mit Übersetzung, damit man jeden Motor benutzen kann. Einen Kantenschleifer, den habe ich auf YouTube vorher echt noch gar nicht oft gesehen. Auch mit irgendeinem Motor. Alles aus Holz. Mega, mega cool. Ihr seht, die Wände sind voll mit Zeug. Teilweise nicht wirklich organisiert, klar. Aber hier sieht man auch so die Spuren der Jahre. Allein nur die Kleinigkeiten, hier die Spanhaube, die ganze Verrohrung, oben die selbstgebaute Umluftabsauganlage bzw. Luftfilteranlage, die ganzen Schränke mit verschiedenen Varianten, damit man es auch immer gut nachbauen kann. Hier mit reinen Holzschubladen, hier mit richtigen Auszügen. Das Teil ist auch mega cool, eine Absauganlage mit Zyklonabscheider. Mit einem System, was ich so auch noch nicht gesehen habe, was sich dann so der Form von der Bandsäge anpasst und halt eben die ganzen vielen Kleinigkeiten. Das soll bedeuten, ich weiß nicht mehr so genau, was ich hier drin bauen soll und das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ich habe die letzte Zeit dann irgendwann angefangen, viele, viele Jigs für Kreissägen und so weiter zu bauen. Sind praktisch, aber ich sag mal, das ist kein Content, den ich mir persönlich sogar immer anschauen wollen würde. Das heißt, die letzte Zeit waren so die Projekte, die ich gebaut habe, auch die Videos, die ich nicht geschaut habe und ich denke, dann ist irgendwas falsch. Den Punkt musste ich aber sagen, hatte ich schon mal und das war halt auch irgendwann der Grund, warum ich angefangen habe, übelst viele Massivholzmöbel zu bauen. Aber da zeige ich euch gleich was da mein Problem ist, denn da habe ich halt eben auch ein kleines Problem, das seht ihr gleich. Aber bevor ich jetzt hier aus dieser Werkstatt rausgehe, will ich dir noch was Cooles zeigen, was halt auch nicht umsetzbar ist wegen den Platzmöglichkeiten. Es wäre aber einfach mega, mega cool, wenn man das auch wieder herrichten könnte. Ich zeig's dir mal. Und zwar diese Maschine hier. Die ist über 100 Jahre alt und damit kann man Bandsägeblätter schärfen. Das ist auch eine Maschine, die würde ich so unglaublich gerne wieder ins Leben rufen, aber ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Hier, das ist ein reines Lager, nicht nur für mich, auch für meine Eltern, das muss ich auch mal dazu sagen. Das heißt hier, das ist keine Möglichkeit, um mich weiter auszubreiten. Ist eigentlich schon logisch, worauf ich hinaus will. Ich brauche eine Werkstatt, aber noch nicht. Davor kommen noch andere Dinge. Also bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, okay, komm, wir vergrößern da oben das, damit ich da unten draußen eine Metallwerkstatt machen kann. Das habe ich dann auch noch zusätzlich gemacht und die zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Das ist jetzt auch nicht ein sonderlich großer Raum, aber er ist halt betoniert, deswegen hat er sich ein bisschen angeboten für Metallarbeiten. Da habe ich mir hier eine coole Drehbank reingestellt, das heißt Dreharbeiten sind auch möglich. Dreharbeiten sind möglich. Ein Schweißtisch, ich konnte schweißen. Hier ein gutes Schweißgerät, eine kleine Kappsäge. Hier ist auch der Kompressor, den ich manchmal benutzt habe, um in der Werkstatt. Das heißt, hier habe ich auch schon ein bisschen Platz gewonnen, aber auch hier bin ich auch wieder an den Grenzen, weil Biegevorrichtungen, eine richtig gute Metallbandsäge, das ist ja auch nicht möglich, weil hier ist einfach kein Platz mehr drin. Aber ich habe eben schon angesprochen, okay, ich habe dann angefangen Möbel zu bauen und jetzt zeige ich dir das nächste Problem, was sich ergeben hat, warum ich keine Möbel mehr bauen kann. Habe ich noch nie in einem Video gezeigt und zwar ist das mein Lager, da gehen wir jetzt mal hin. Aber du darfst im Video natürlich nicht fehlen. Das ist mein Lager, ich denke, ihr könnt schon ein bisschen was sehen, das seht ihr gleich. Ich zeige euch jetzt erst die Sachen, warum ich, oder die Gründe, warum ich keine Möbel mehr bauen kann. Hier ist tatsächlich wirklich alles voll. Hier haben wir eine schöne Vase gedrechselt. Auf dieses persönliche Meisterwerk bin ich immer noch extrem stolz. Gefällt mir sehr gut, da sind einfach ein paar Büroartikel drin. Dann haben wir natürlich hier, also das ist für mich das Highlight, das ist meine Hobelbank, mein Schreibtisch. Da habe ich schon viele, viele Stunden dran verbracht und hier arbeite ich einfach Dinge am PC ab. War alles ein Projekt, was ihr hier seht. Das ist hier zum einen das Video von der Hobelbank und dann noch zum Beispiel hier die Tischverbreiterung, Vertiefung. Aber hier sind noch mehrere Projekte. Hier dieses Nachtschrank habe ich gebaut. Das hier war auch ein Projekt. Da habe ich Bilder dran gebaut. Hier die Kanonenpatrone ist auch schon relativ alt. Hier seht ihr noch ein schönes Problem. Bauwerk. Da hat das alles nicht so richtig hingehauen mit den Verbindungen. Hier seht ihr meine Sitzbank. Das war ganz cool. Da war ich mal auf dem Roadtrip und habe ich hier dieses Betonwerk mitgeholt und habe daraus eine Bank gebaut. Hier meine Kristalllampe, so nenne ich sie ganz gerne. Da habt ihr hier einfach indirektes Licht. Dann hier der Hocker, auch super, super edel.
Worauf ich auch noch super happy bin oder super stolz bin, ist hier mein Logistikschrank. Darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Dann haben wir oben die Wandlampe, eine Deckenlampe, einen Gitarrenhalter. Was haben wir noch? Hier haben wir ein Bücherregal. Hier lasse ich einfach alle meine gelesenen Lektüren drin. Und das war's tatsächlich dann auch. Wobei doch nicht ganz, da oben seht ihr noch eine Dachluke. Mein Bauwahn hat tatsächlich schon die zweite Ebene von meinem Zimmer erreicht. Da lagere ich nämlich auch extrem viel Zeug. Nicht nur den Kreiselteller, den ihr da noch sehen konntet. Da oben ist noch mehr Zeug. Hier seht ihr auch noch mal ein paar Projekte. Zu einem hier das Wandregal, hier mein Schlüsselorganizer, hier habe ich mal in einem Drechselkurs eine Vase gedrechselt. Dann seht ihr übrigens noch den Pfeil bzw. den Bogen. Hier liegt er. Das war das letzte Projekt, bevor ich eine längere YouTube-Pause gemacht habe. Hier liegt er jetzt. Dann haben wir hier noch was Cooles, das war ein Halter von einer Kugel. Hier haben wir noch ein Projekt, das war so eine Sparkassette. Die ist einem entgegengekommen, wenn man da was reingeworfen hat. Alter, ich muss hier raus, es ist viel zu warm. Boah, wie leer. Was haben wir noch hier oben? Ja, oben habe ich früher nämlich, hier habe ich übrigens manchmal, als ich noch, glaube ich, 10 war, gewerkelt. Fand mein Vater nicht so cool. Also ihr seht, ich habe irgendwann angefangen, richtig, richtig viele coole Dinge für mein Kinderzimmer zu bauen. Und da war ich auch mega stolz drauf, weil das waren richtig exklusive Möbel. Aber jetzt zeige ich euch, warum ich irgendwann alles, was irgendwie im Weg gestanden hat und nicht wichtig war, aus meinem Zimmer verbannt habe. Denn ihr habt gesehen, in meinem Zimmer war nicht viel Dekoration. Das war eigentlich alles praktisches Zeug, bis halt jetzt so ein paar Möbelstücke, von denen ich mich noch nicht trennen wollte. Und ich denke, ihr könnt schon erkennen, das ganze Zimmer hier steht einfach voll mit Logistikregalen. By the way, ich mache keinen Versand mehr. Das hier war ganz am Anfang der Versandstartpunkt. Und es waren auch schon ein paar Leute hier, die gefragt haben, so hey, das ist doch gar nicht mehr wohnlich. Aber denen habe ich einfach gesagt, so ey, mir ist es ganz egal, ob es hier drin wohnlich ist. Hauptsache, das Geschäft stimmt, beziehungsweise das Geschäft funktioniert. Denn das war halt eben vorrangig. Und danach gehe ich heutzutage immer noch. Ob ich jetzt irgendwie eine schöne Wandfarbe habe, ist mir ehrlich gesagt egal. Solange das Geschäft stimmt oder das Geschäft funktioniert, da steht dann Nummer 1. Weil sonst kann ich mal wieder eine Arbeit suchen. Das ging sogar so weit, dass ich viele, viele Dinge rausgeschmissen habe. Ich habe auch meinen Gitarrenverstärker verkauft, damit ich hier noch mehr Platz hatte für Kartonagen. Das Ganze hier ist schon wieder okay. Aber ihr seht halt einfach, dass hier massiv viel Ware liegt, Verpackungsmaterial und. Ich will jetzt nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall war das hier mein Logistiklager und ich habe hier einfach keine Möglichkeit mehr gehabt, mir ein cooles Möbelstück zu bauen, mir einen coolen Stuhl zu bauen und habe dann irgendwann angefangen, manche Möbelstücke auch auszulagern. Die zeige ich euch aber gleich. By the way, ich zeige euch auch später schon das erste Projekt, das werde ich nämlich gleich hier mitholen, was für das neue Büro gedacht ist. Denn das hier wird in Zukunft nicht mehr mein Büro sein. Jetzt gehen wir noch an einen anderen Spot, denn ich habe noch an einem anderen Punkt noch Zeug ausgelagert, was ich mir für ein YouTube-Projekt geholt habe, aber ich dafür keinen Platz habe, das irgendwo dann noch unterzubringen. Hier seht ihr zum Beispiel ein richtig, richtig geiles Teil. Das habe ich mir extra vor 2 Jahren, glaube ich, oder 1,5 Jahren gekauft. Wenn ich erkennen kann, was es ist, das ist eine Schärvorrichtung für Hobelmesser. Bedeutet hier, dieses Teil ist beweglich, das läuft auf hier diesem Schwalbenschwanz und hier ist die Schärfscheibe, die Doppelschleifscheibe und das Ganze ging sogar noch per Transmission, das heißt, die eine Rolle war fest, die andere konnte sich durchgehend durchdrehen und man konnte somit dann sein Hobeleisen schärfen, wollte ich eigentlich herrichten. Aber das Teil ist so schwer, dass ich das irgendwie auf einen stationären Bock machen müsste mit Rollen und ihr habt ja die Werkstatt gesehen, die ist voll. Aber da steht noch was Cooleres drunter, was eventuell ein cooles Möbelstück ergeben könnte. Ich bin mal noch ein bisschen unschlüssig, ob es nicht zu schwer ist. Und zwar ist das hier der originale Stand, also nicht der originale Stand, aber das war auf jeden Fall der Stand, wo da oben das Teil bei dem Vorbesitzer draufgestanden hat. Wer genau schon hingesehen hat, kann sehen, dass das hier eine Transmission, also irgendwie ein Teil für eine Transmission war. Das ist nämlich hier die Gleitlager. Hier oben konnte man dann Fett, beziehungsweise, ja, Fettkern da rein. Und da war das hier irgendwie der Stand für irgendeinen Teil von einer großen Transmission. Und da könnte man eventuell ein cooles Möbelstück draus bauen. Aber nicht mehr für mein Zimmer, eventuell für mein Büro, für die Wohnung. Seht ihr ja gleich noch. Ich wollte an dieser Stelle nur kurz Danke sagen, dass ihr bei den letzten beiden Videos schon so fleißig kommentiert habt und ich wertschätze das so extrem, denn ohne eure Kommentare, ohne eure Aufrufe, die Videoaufrufe oder allein ohne die Bewertungen lebt halt dieser Kanal nicht weiter. Das bedeutet, wenn ihr Bock auf den Kanal habt und möchtet, dass es in Zukunft weiterhin Videos gibt, wäre es mega geil, wenn ihr weiterhin so aktiv seid. Das wollte ich nur auf diesem Weg nur nochmal kurz sagen, dass der Kanal einfach von euch lebt. Das heißt, wenn ihr ihn geil findet, schreibt eine Kleinigkeit in den Kommentar rein, das muss auch nicht so viel sein. Die Leute, die viel schreiben natürlich,
auch vielen lieben Dank. Also ich denke, ihr wisst so, worum es geht. Jetzt geht's aber weiter. Immer wieder schlau, wenn man das Paket öffnet und man es dann nicht mit rein kann. Bevor wir uns das Büro mal anschauen, zeige ich dir mal ein paar Projekte, die ich hier schon zwischengebunkert habe. Das ist zum einen hier dieser coole Stuhl. Mega gemütlich, sitze ich sehr, sehr gerne drauf. Da kann man sehr gut drauf lesen. Dann zum einen hier dieses Projekt, das habe ich im Bauhaus gebaut. Das war in dem Magazin von denen drin. Dann haben wir hier noch diesen Couchtisch, den habe ich auch für hier gebaut. Hier die Holzschale, wer sich noch dran erinnert. Und dann denke ich, dass ihr das schon gut erkennen könnt. Hier ist noch viel Raum für weitere coole Projekte, die ich dann jetzt endlich realisieren kann. Aber jetzt schauen wir uns mal das Büro an. Das ist zum Glück relativ groß. Das ist es. Und das hier war bis jetzt immer so das Behelfszimmer. Und das werde ich jetzt so zu einem Büro umbauen. Und das hier ist das Schreibtischgestell dazu. Ihr seht relativ viel Platz. Hier ist jetzt schon ziemlich viel Zeug drin. Das werde ich dann so die nächste Zeit ein bisschen umorganisieren. Und geplant, dass es mein Schreibtisch erstmal hier hinkommt. Und dann habe ich, wie gesagt, noch ein paar coole Ideen. Aber jetzt bauen wir erstmal diesen Schreibtisch hier auf. Also hätte ich nicht gedacht, dass dieses Teil hier so schwer ist. Ich habe mal nachgelesen, was das Wichtigste ist. Denn für dieses Schreibtischgestell werden wir jetzt natürlich eine Tischplatte herstellen. Und wenn du jetzt schon Vorschläge hast, wie diese Tischplatte aussehen kann, schreib das gerne in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall aus Massivholz herstellen. Das wäre dann eines von den nächsten Projekten, dieses Schreibtischgestell. Aber jetzt bauen wir erstmal das Schreibtischgestell in sich auf. So, und ihr seht, mein neuer Schreibtisch ist fertig. Oh Gott. Also das Gestell ist mal zusammengeschraubt und ich kann nur sagen, mega, mega stabil. Ich zeige es euch mal. Also da ist jetzt nicht mal eine Platte drauf und ich wackel jetzt schon relativ hart. Und er ist halt ganz ausgefahren. Wie gesagt, ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich werde das einmal kurz zeigen. Da könnt ihr euch auch hier drei Punkte einspeichern, die ihr dann immer wieder anfahrt. Jetzt ist er bei 1,19 Meter. Jetzt fährt er auf dem, ich glaube, Meter habe ich jetzt einfach mal eingestellt. Was cool ist, hier mit diesem A könnt ihr auch eine Erinnerungsfunktion einstellen. Das bedeutet, wenn ihr da mal dran sitzt, könnt ihr einstellen, okay, alle 30 oder nach 30 Minuten soll er mich dran erinnern. Dann stellt ihr das dran ein und dann piepst du einfach nach 30 Minuten und ihr könnt einfach auf eine Zahl stellen. Dann fährt er auf die gewünschte Höhe, stellt euch an, schreibt dich und dann startet automatisch wieder dieser Counter. Also ich denke, das ist ganz gut für die Leute, die wirklich sehr, sehr lange im Büro sind. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das ist in der Praxis. Genau. Ein Wort noch dazu, deswegen steht doch hier oben rechts Werbung. Ich habe die Firma angeschrieben, die haben mir das Gestell zugeschickt. Ich verlinke es euch unten. Genau, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr das möchtet. So, ich werde das Ding jetzt mal da hinschieben, wo es später auch hinkommen soll. Ich bin so happy mit diesem Gestell. Mein Plan war es eigentlich von Anfang an, das Ding hier direkt vorm Fenster stehen zu lassen, weil wenn ich da mal frische Luft haben möchte, dann kann ich einfach das Fenster öffnen und kann halt rausschauen. Das ist schon super cool. Aber wenn ich hier den iMac draufstelle, dann fährt der Schreibtisch halt nicht auf 20 cm runter, dass ich das Fenster noch aufbekomme. Mal schauen, ob ich das Schreibtischgestell dann am Anfang erstmal umstellen werde. Eventuell mache ich mal auch einfach Rollen drunter, die gibt es für dieses Teil nämlich auch. Dann kann ich es einfach hin und her schieben. Aber für den Anfang soll das Ding jetzt mal da stehen bleiben, die 1,80 Meter. Oder 1,60 Meter, die waren so für die Scheibe, so das Maß, nachdem ich einfach gegangen bin. Ich muss sagen, das ist nicht die brutalste Aussicht, aber wer kann schon sagen, dass er überhaupt so direkt aus dem Fenster rausschauen kann? Ist das nicht geil? Langsam neigt sich dieses Video jetzt auch dem Ende zu und
Ich zeig dir noch einmal jetzt kurz hier dieses Büro. Ich werde es ja mal kurz ausmessen, damit du eine genauere Vorstellung hast, wie groß es ist. Also das Büro ist genau, eigentlich relativ genau 4x4 Meter, also schön quadratisch, praktisch gut. Hier diese ganzen Regale sollen wahrscheinlich wegkommen, weil die sind eigentlich vom Design her sehr, sehr unpraktisch. Weil das, was man reinstellt, das passt in den meisten Fällen nicht so wirklich hier rein. Was hier noch reinkommen wird, hier wird noch ein neuer Schreibtisch von der Julia reinkommen, da wird die auch so ein bisschen Bürozeugs machen. Aber grundsätzlich ist das hier eigentlich so, ich sag's mal einfach im Video, das ist quasi so ein bisschen mein Reich, weil ich halt von hier aus dann auch viel arbeite. Also, ich mache dir einmal eine kurze Drehung, dann kannst du mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was man hier alles reinmachen könnte. Also, das war eine spektakuläre Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht zu viel vorgestellt oder erwartet. Ich habe aber richtig viel Lust auf coole neue Projekte hier für die Bude, weil ich hier jetzt auch einziehen werde. Und jetzt nur kurz für die Leute, die da bestimmt was schreiben werden, natürlich bezahle ich auch für die Miete. Also ich glaube, das sind Leute, die denken, ich erschnorre mir alles in meinem Leben, weil ich YouTube mache. Dem ist nicht der Fall. Also ich ziehe nämlich auch ein, deswegen, das hier wird das Büro. Und aus dem Grund könnt ihr euch auf mal ein paar coole Projekte freuen. Und ich habe heute genug geplappert. Ich kann mich jetzt nicht mehr blabbern. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Wie gesagt, der Kanal lebt nur von deinem Kommentar und deiner Bewertung. Und ich bin gespannt, was du alles vorschlägst, was ich hier in dieser Bude noch bauen könnte. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.